Gewinnziele und Take Profits. Wir haben hier René Wolfler. Hallo René. Wie gehst du mit Gewinnzielen um? Wichtiger Faktor am Trading, nicht nur für mich, sondern für jeden Trader. Es ist so, dass die meisten Trader unrealistische Gewinnziele setzen und vor diesem Hintergrund oder aus genau diesem Grund die eben kein Geld verdienen. Du hast hier eine schöne Grafik. Was bedeutet die? Wir haben auf dieser Achse die Trefferwahrscheinlichkeit, also die Wahrscheinlichkeit, mit der mein Gewinnziel erreicht wird. Und auf dieser Achse haben wir die Gewinnziele an sich. 90% bedeutet? Bedeutet, wenn der an diesem Punkt hier trifft meine Strategie in 9 von 10 Fällen. Alles klar. Mit anderen Worten, 0 ist, ich habe überhaupt gar keine Treffer. Unten sehe ich eine Skala von 10 bis 1000. Was bedeutet das? Ich habe hier einfach mal quasi eine Punkteskala aufgebaut. Das heißt also, wenn an dieser Stelle hier habe ich ein 10-Punkte-Gewinnziel, hier ein 75-Punkte-Gewinnziel und hier ein 1000-Punkte-Gewinnziel. Und man sieht, dass die Trefferwahrscheinlichkeit eine Funktion der Gewinnziele ist. Wenn ich meine Gewinnziele auf 10 Punkte setze, was realistisch ist, weil ich einfach viel öfter 10 Punkte mitnehmen kann als 100 Punkte, dann werde ich natürlich eine relativ hohe Trefferquote haben von 80-90%. Wenn ich die Gewinnziele weit entfernt setze, werde ich natürlich eine sehr niedrige Trefferquote haben. Haben die Gewinnziele etwas mit deinen Strategien zu tun? Ja, ich trade ja statistisch basiert, das heißt, ich habe Sondersituationen in den Märkten ausgemacht. Wir haben ausgewertet, wie sich die Märkte verhalten in bestimmten Situationen, wie stark schwanken sie für einen, für uns, wie stark schwanken sie während eines Setups gegen uns. Und darauf basierend habe ich natürlich meine Gewinnziele in dem Bereich, der eben realistisch ist für die jeweiligen Situationen, angesetzt.